Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Darkest Dungeon. Jo, wir gehen jetzt mal kurz in die Kutsche da rein und organisieren uns da einfach mal einen weiteren Okkultisten, denn ich bräuchte einen weiteren Low-Level-Heiler. Ich glaube, ihr beiden schenkt euch nichts, oder? Nee. Nun gut, da kommt der Verleise mal mit. To fight the Abyss. One must know it. Und dann können wir eigentlich schon wieder aufbrechen. Genau. Und da wir wieder so eine Anfängertruppe dabei haben, würde ich mal sagen, gönnen wir uns hier so eine kurze Lehrlingsquest. Natürlich kommt da der Verleise mit. Den Henry würde ich auch gerne mal ein bisschen pushen. Woodville vielleicht. Und dann noch unseren neuen Ritter, den Marches. Und dann wieder die typische Ausrüstung. So. Wie viele von den Dingern gibt es im Spiel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, nehmen wir wieder beides mit. Sicher ist ja sicher. Nee, nimm das mit. Ein paar zusätzliche Crits. Sollten definitiv nicht schaden. Nehmen wir wieder die Map mit. Du. Heilfähigkeitsgegenstände. Wie das. Und das. 20% mehr Stressschaden. Ist aber in Ordnung, da wir unseren Narren dabei haben. Dieser schleppt mir dann vielleicht ein paar Nahkampffähigkeiten mit. Plus 1 Geschwindigkeit. Ja, warum denn nicht? Packen wir mal unsere Sachen ein. So. Nun gut, nehmen wir mal von allem ein bisschen mit, außer Fackeln. Ich denke mal, die werden wir... Moment, das ist eine kurze Quest. Was mache ich denn da? 12 Einheiten könnten ja eh schon ein bisschen viel sein. Nun gut, dann haben wir im Großen und Ganzen alles, oder? Nee, Gegengift. Na dann, brechen wir mal auf. Nimm dich vor der Pilzartillerie und ihrer Fähigkeit Beute markieren in Acht. Sie signalisiert ihren untoten Pilzbrudern, wen sie vernichten sollen. Ist gut möglich. Gehen wir erstmal hier lang. Gut. Keine neugierigen Seelen dabei. Na komm, rennen wir da mal weiter, dann drehen wir wieder um. Hat sich doch definitiv gelohnt, dieser kurze Ausflug in den leeren Raum da drüben, oder? So. Und dann wieder zurück. Ich hoffe mal, da liegt keine weitere Falle auf dem Weg. Nein. Hätte ja passieren können. Und dann geht ihr mir hier entlang. Und dann haben wir direkt hier irgendwo einen Kampf. Na, guck mal. Briganten. Oh, da hinten bringst du mir mal gar nichts. Naja, lindere mal da vorne den Stress ein bisschen. Oh, oh. Au. Fängst du direkt so grob an? Das kann ich auch. Yep, in der nächsten Runde muss ich damit anfangen zu heilen. Glück gehabt. Au, au, au. Na komm, eiferne Anklage. Tötet keinen von denen. So, wen heilst du zuerst? Ich will mal sagen, dich selbst. Wobei, wechseln wir erstmal die Position. Genau. Das kann ich auch. Siehst du? Double Kill. So macht man das. Ernten brauchst du gegenwärtig nicht. Du kannst dich ein bisschen entstressen, bzw. Stress abbauen.
und eine Stärkung mit rausleihen. Oh gut, Glück gehabt. Ja, nur 3 Schaden. Jetzt hört doch mal auf, ständig die Plätze zu tauschen. Haltet doch einfach mal die Position so, wie ich es euch gezeigt habe. Entstress noch ein bisschen. Au. Na komm, jetzt müssen wir mal mit dem Heilen anfangen. Das ist gut. Entferne mal die Leichname da vorne. Reicht leider nicht. Eine Pistolenschuss. Der geht völlig daneben. Nun gut. Ach ja je, dieser eine Brigant wird wirklich noch zum Problem. Triffst du jetzt? Ja, danke. Oh. Kopfgeldjäger. Interessant. Also zumindest von der Optik her. Und die Nahrungseinheiten, die wir gerade gefunden haben, die verfüttern wir direkt. Und ihr wechselt mal wieder den Platz. Kann jeder das machen, wofür er ausgebildet worden ist. Ein Schloss. Finding the stuff is only the first test. Passt. Now it must be carried home. Und rein da. Ein weiterer leerer Raum. Da haben wir einen Kampf und einen leeren Raum. Oh, Ektoplasma. Das ist ja nett. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Dann greife ich direkt mal ein bisschen an. Du heilst erstmal da vorne für 0. Das hat sich definitiv gelohnt. Au. Und stehen die beiden wieder. Und jetzt sind sie weg. Nee. Fass da mal rein. Was haben wir denn da? Urkunden und Onyx. Urkunden sind immer gut. Davon brauchen wir eine ganze Menge. Ich glaube 17 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe, oder? Hier wird das mal eine Schaufel fällig. Da haben wir direkt 2 Raumkämpfe und noch einen Kampf auf dem Weg. And wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Gut, Schaufel eingesetzt. Dann können wir weitergehen. Fass da mal rein. Ach, nö. Mach, komm. Oh, guck mal, ein Schlüssel. Gold, Trinkets and Baubles. Und ein Kampf steht bevor. Das kann interessant werden, vor allem weil die alle vor uns dran sind. Nicht alle, aber zumindest das Hündchen. Das war gut. Du fährst mir mal die Ernte ein. Du heilst ihn. Naja, immerhin. Keine Blutung. Ja, da vorne muss ich mich dann ein bisschen mehr um die Heilung kümmern. Au. Gut, verbinde dich erstmal. Und dann mach mal die eifernde Anklage. Wunderbar. Autsch. Nun gut, hier nochmal ein bisschen ernten. Dann blutet der hintere auch. Du heilst jetzt da vorne für 15, das ist in Ordnung. Die Blutung ist dann nicht in Ordnung. Das hast du nicht kommen sehen, ne? Hm? Na komm. Eine einfache Anklage brauchst du eigentlich nicht. Mach den einfach so platt. Oh oh. Nun gut. So. Du entsorgst da irgendwann ein bisschen bei.
So eine Kampfballade wäre ja auch nicht verkehrt. Wie lange hält das? 3 Runden. Nochmal da vorne. Für 3. Naja, diesmal blutest du nicht. Naja, pust ihn weg. Bevor wir noch mehr Schaden nehmen. Und die Beute war gut. Na komm, weiter. Na komm, wir sammeln jetzt noch diese ganzen Kuriositäten hier auf dem Weg ein. Kann sich ja bezahlt machen. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. So, weil wir werden nicht alle Nahrungseinheiten für Pausen brauchen. Würde mich ja stark wundern. Und noch mehr Wappen. So, die nächste Kuriosität bitte. Ah, guck mal. Ach nö, fass doch nicht mal alles an. Ich glaube, die fassen nur Sachen an, welche negativen Eigenschaften haben könnten, oder? Aber in dem Fall war da ein Schatz drin. Gut, Brotzeit. Damit sind wir wieder bei fast voller Gesundheit. Und die Stresslevel hält sich auch in Grenzen. Das ist gut. Und dann wieder zurück. Und rein da. Und hoch. Und dann an der Abzweigung nach rechts. Zwei Kämpfe noch und dann sind wir hier durch. Heilkräuter? Oh, gut. Ach, ihr könnt nicht mehr essen. Na dann halt eben so rum. Jetzt kommt gleich ein Kampf. Hier, gegen Okkultisten. Wunderbar, die bekommen wir höchstwahrscheinlich schnell down. Erstmal den Stress ein bisschen lindern. Weil ich hätte die erstmal zum Bluten bringen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt kassieren wir unnötigen Stress und verfehlen alles. Artillerie bringt zwar nicht so viel, aber hey. Oh oh. A dizzying blow to body and brain. Das wird schmerzhaft. Naja, nicht so. Gut. Könntest du mir eventuell einen entsorgen? Nein, kannst du nicht. So, bring mal die zum Bluten. Dann bekommen die zu mehr Schaden über Zeit. Was ja auch einiges wert ist. Hier wird dann geheilt für 2. Mhm. Au. Und jetzt blutest du. Eine Bandage bitte anlegen. Das könnte jetzt ein Triple Kill werden. Nee, nicht wirklich. Wow. Aber es war besser als erwartet. Du wartest bitte mal ab. Weil der wird ja eh verbluten, von daher. Genau, weil dann kann ich noch ein bisschen heilen. Für 3. Und jetzt ist er tot. Wofür habe ich eigentlich das Weihwasser dabei? Ich weiß es nicht. Komm, die Fackel bleibt hier. Die brauchen wir nicht. Und der nächste Kampf steht bevor. The darkness holds much worse than mere trickery. Ah, Spinnen. Gut. Wobei, gegen Spinnen haben wir doch auch schon mal ein bisschen was einstecken müssen. Genau, erstmal so eine kurze Ballade hier. Das verbessert nämlich gar nichts. Au. Jetzt sind die ganzen Spinnen nach einem... What? What? What?
Jetzt läuft's rund. Das bekommt ihr alles zurück, ihr ekligen Viecher. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Erstmal ein Double Kill. Dann fängt man nochmal gut an. Du kannst schon mal anfangen, bei irgendjemandem den Stress zu reduzieren. Bei unserem Okkultisten. Der markiert mir da ein bisschen was. Wobei, schwächt ihr. Und du machst nochmal dasselbe. Genau. Eklige Spinnen. Gegengift. Mit Bandage. So. Da können wir direkt mal die Nahrung essen. Den Smaragd nehmen wir noch mit und die Porträts. Was lassen wir an der Stelle hier? Brauchen wir Schaufeln? Könnte man brauchen, aber wir sind ja im Wald. Heilkräuter könnte man auch brauchen. Na komm, das ist doch nur ein Porträt. Ob wir das eine Porträt nicht ehrt, ist die Masse an Porträts nicht wert. Von daher machen wir es so. Wir bleiben selbstverständlich noch ein bisschen. Gegengift? Nein. Nein. Was mache ich da überhaupt? Genau so. Packs laden with loot are often low on supplies. Ich glaube, wir brauchen kein Gegengift mehr. Ja, das ist auch ein bisschen was wert. Auf jeden Fall mehr wert als das Gegengift. Na komm. Das gönnen wir uns definitiv noch. Es kam aus dem Nichts, aber ich werde nicht mit nichts enden. Heißt das, du möchtest mich jetzt beklauen? Nein, möchtest du nicht. Brav. Genau, ist noch eine Kleinigkeit. Dann kannst du den Schlüssel hier lassen. Und die Schaufeln. Na komm, die paar Meter gehen wir noch zu Ende. Ich wusste, dass da eine Falle ist. Oh. Glück gehabt. Na dann, ab ins Dorf. Quest erfolgreich abgeschlossen. Und wie viel haben wir? Ja doch, einen ordentlichen Batzen. Und auch einige Erbstücke. Ich glaube, die 20 Wappen tausche ich auch direkt wieder gegen Ding ein. Den Urkunden. Ruinenhasse. Langsame Reflexe. Und Photomanie. Na gut. Wir kämpfen aber meistens mit weniger Licht als über 75. Nun gut, daran gewöhnst du dich auch noch. In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Gut, zwei Level Ups. Haben wir hier Neuzugänge? Barbarinnen und Kreuzfahrer. Nun gut. Ich glaube, wenn ich euch einfach nicht einsetze, dann baut ihr auch Stress ab. Ja. Da brauche ich nicht teures Geld für euch ausgeben. Wobei, erstmal, wo seid ihr? 1, 2. Wobei, ich wollte ja noch die Dinger eintauschen. Das reicht noch nicht ganz. Moment. Das sollte definitiv ausreichen, dann tun wir den Rüstungsschmied upgraden. Gut. Wer war noch dabei?
Wer von euch... Achso, ihr habt ja noch euren Dingskirchen hier. Dann graden wir das auch alles direkt ab. Gehen direkt noch in die Gilde. Dann bekommst du... Boshafter Schnitt brauchst du nicht wirklich. Weil du näher ran musst. Streuschuss. Pistolenschuss. Ist in Ordnung. Und unser Okkultist. 1, 2, 3. Benutze ich ja nicht nie. Nimm dir das damit. Ja. Ist eventuell ein bisschen wirkungsvoller. So, ab in die Kutsche. Und jetzt können wir uns erfahrene Rekruten leisten. Jupp, das ist eine gute Investition. Great heroes can be found even here. In the mud and rain. Guck mal, die haben beide schon Level 1. Nicht schlecht. Schade, dass Marchis sein Level nicht mehr geschafft hat. Aber gut, dann würde ich mal sagen, meine Freunde, war's das von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.